Ungeimpfte sind asoziale Trittbrettfahrer. Ungeimpften sind ihre Mitmenschen egal. Das sind Urteile, ausgehend von der Bewertung. Oder Martin hat irgendwas von Fliegen gesagt. Du Monster, fliegst. Wie kannst du jetzt fliegen? Martin ist ein Monster. Ich möchte mit Martin nichts mehr zu tun haben. Das ist eine Verurteilung. Er ist ein schlecht. Er ist doof. Er hat was gesagt, was doof ist. Er hat was gemacht, was doof ist. Konsequenz, Urteil, ist ein schlechter Mensch. Über Bewertung, Verurteilung und unseren Wertekompass. Heute wird mal ein bisschen Real Talk gemacht. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich würde heute gerne mal mit dir über diese Themen sprechen. Über den Stempel, den wir anderen Menschen aufdrücken, über das Bewerten, Verurteilen, über was ist eigentlich Gehirnwäsche, über unseren Wertekompass und wo kommt er eigentlich her? Und da würde ich jetzt gerne auch mal ein bisschen direkter und persönlicher werden. Hat einfach den Hintergrund, hat einen aktuellen Anlass. Und da würde ich jetzt gerne einfach mal direkt und ehrlich sein. Ich hatte am Wochenende mein kleines Experiment gewagt und mal einen Newsletter geschrieben bei Schnell einfach gesund, der mal nichts mit Gesundheit zu tun hatte, sondern einfach eine Empfehlung von Herzen aus dem Finanzbereich kam. Und ich denke, das war der erste fachfremde Newsletter in fast 6 Jahren schnell einfach gesund. Also wir schreiben ja zwischen ein und dreimal die Woche Newsletter zu gesundheitlichen Themen. Gesundheit als Körper, Geist und Seele angesehen. Und das war jetzt wirklich mal ein kleiner Ausflug, weil ich nutze einfach diese Bühne gerne, die Reichweite, die wir haben, um Sachen zu empfehlen, die ich cool finde, wo ich aufklären möchte. Und das war ausnahmsweise meine Aufklärung in die Richtung eher Finanzdienstleistungen. Und worum es genau ging, erkläre ich gleich. Und da kam wirklich so ein richtig schöner kleiner Shitstorm per E-Mail. Und ich hab ein relativ dickes Fell. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Trigger-Thema ist. Und es hat mal wieder gezeigt, das, was da zurückkam, das hat gar nichts mit mir zu tun. Es war ein neutraler Newsletter mit einer Empfehlung von etwas, was ich wirklich cool finde. Und das habe ich auch erklärt, warum ich das an der Stelle mal erzähle, obwohl es keinen Gesundheitsbezug hat. Und es war erstmal, ich habe in diesem Newsletter nicht geschrieben, mach das und das oder das solltest du denken, das nicht. Es war einfach nur eine neutrale Aufklärung. Und das, was dann zurückkam an E-Mails, das war eine reine Spiegelfläche, wie es in den Leuten ausgesehen hat. Also anders gesagt, alles um uns herum, was wir wahrnehmen, ist am Ende eine Spiegelfläche von uns selbst. Wenn uns Sachen triggern, wenn wir ganz schnell bei bestimmten Sachen auf 180 sind, ganz schnell mit der Fackel und der Mistgabel rauskommen, ganz schnell andere bewerten oder verurteilen oder abstempeln, hat es mehr mit uns zu tun und mit unseren eigenen Themen als mit dem Gegenüber. Und das habe ich sehr, sehr stark gemerkt. Ich habe da wirklich mal so 30, 40 sehr, sehr hässliche E-Mails bekommen. Habe ich alle gelöscht, habe nicht darauf geantwortet, aber habe mal wieder gesehen, aha, ah, das hat nichts mit mir zu tun, das hat nur mit was mit dem Gegenüber zu tun. Und B, es gibt einfach so Trigger-Themen, die uns triggern. Und da ist dann die Frage, warum triggern uns die? Warum reizen die uns so? Warum bewerten und verurteilen wir das? Und ja, da würde ich dann gleich nochmal reingehen. Was ist eigentlich der Wertekompass? Wo bekommen wir den her? Aber wenn uns etwas reizt, triggert, und das würde ich gerne einfach mal loswerden, wenn du merkst, du hast solche Themen im Alltag. Achte mal drauf, was das für Themen sind und warum dich das reizt. Und du wirst merken, das hat immer was mit dir zu tun und nicht mit deinem Gegenüber. Weil in diesem Moment eine schlechte Erfahrung, eine schlechte Erinnerung, ein Trauma hochkommt oder weil du einen eigenen Wertekompass hast. Ja, was ist dir wichtig? Und wenn etwas nicht deinem Wertekompass entspricht, dann bewertest du es als schlecht. Und ich finde es ganz interessant.
In manchen Religionen, zum Beispiel auch in Spiritualität, auch im Buddhismus. Das Ziel vom Buddhismus ist, nicht mehr zu werten. Die Dinge so zu sehen, wie sie sind, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind und nicht allem unsere Landkarte drüber stülpen. Wir sehen ja nicht die Welt, wie sie ist. Wir sehen die Welt, wie wir sind. Da gab es ein ganz schönes Beispiel von Christian Bischoff. Wenn in einer Fußgängerzone ein Obdachloser sitzt und fünf Leute laufen an diesem Obdachlosen vorbei, dann sehen diese fünf Leute immer eine andere Person. Es ist nicht immer derselbe Obdachlose, sondern die Leute sehen in erster Linie eine Projektion von sich auf diesen Obdachlosen. Wenn zum Beispiel ein Geschäftsmann, ein Workaholic an diesem Obdachlosen vorbeiläuft, dann denkt sich der Geschäftsmann, so ein fauler Sack, der liegt da rum und arbeitet nichts und gammelt so vor sich hin, der soll mal arbeiten gehen, das faule Stück. So. Ein Mensch, der depressiv ist, so eine gewisse Gleichgültigkeit hat, der rennt an diesem Obdachlosen vorbei und ist entweder so, aha, ein Obdachloser. Oder fängt das Heulen an. Na, und dann können es noch andere Beispiele geben, aber der Obdachlose ist immer eine Spiegelfläche von den Personen, die ihn gerade sehen. Das heißt, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, wir sehen die Welt, wie wir im Inneren sind. Und alles ist eine Spiegelfläche, alles ist eine Projektionsfläche. Und das Ziel sollte sein, dass wir die Welt so wahrnehmen, wie sie ist und nicht alles so bewerten, einfach die Wertung aus den Sachen rauszunehmen. Und vor allem nicht unseren Wertekompass der ganzen Welt drüber zu stülpen, weil das ist wichtig. Jeder Mensch hat einen anderen Wertekompass. Wir neigen aber dazu, unseren Wertekompass allem drüber zu stülpen. Ne? Aber es ist unser Wertekompass. Und jetzt komme ich auch wieder zu dem Newsletter zurück, zu dieser E-Mail. Da ging es über die American Express Kreditkarte. Ich nutze die. Ich mache quasi, ganz kurz, das ist so das Payback-System. Das heißt, ich mache meine beruflichen und privaten Zahlungen, die ich eh habe, Einkäufe, Tankstellenrechnungen, Online-Überweisungen, diese ganzen Zahlungsströme mache ich über die Amex. Und wie bei Payback sammelt man Payback-Punkte und kann dann irgendwann einen Staubsauger da einlösen. Bei Amex ist es genauso. Man kann auch die Membership Rewards heißen, die kann man die sammeln und die kann man dann einlösen. Und es gibt verschiedene Sachen, die man für diese Membership-Punkte bekommt. Man kann Hotelübernachtungen, man kann mal kostenlos essen gehen, man kann online damit bezahlen mit diesen Punkten. Man kann sich davon, keine Ahnung, neuen Staubsauger, Elektrogeräte, alles Mögliche. Und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für diese Punkte haben halt Flüge. Ne? Dass man mal kostenlos in innereuropäischen Flug machen kann oder wenn man viele Punkte hat, mal einen Langstreckenflug, entweder für lau, dass man nur die Steuern bezahlt, oder dass man quasi wie ein kostenloses Upgrade in die Business Class bekommt. Und jetzt komme ich auch wieder zum Wertekompass oder zum Bewerten. In der E-Mail habe ich nicht gesagt, habe ich nicht zu hemmungslosem Konsum aufgerufen. Ich habe nicht gesagt, dass man mehr fliegen soll. Nichts von all dem. Ich habe einfach nur gesagt, so funktioniert das System. Das kann man so und so benutzen. Und die Flüge, die du vielleicht eh machst, wenn du mit deiner Familie im Sommer in den Urlaub fliegst, dann kannst du zum Beispiel auch mal kostenlos in den Urlaub fliegen. Aber dann kamen wirklich so E-Mails von, ja, bei der aktuellen Klimadiskussion redest du jetzt darüber, immer mehr zu fliegen oder so, du Monster, wie kannst du jetzt, wo wir diese Hitzewelle hatten, noch übers Fliegen nachdenken? Der Klimawandel ist doch schon da. Oder dieser hemmungslose Konsum geht mir so richtig auf die Eier, Martin. Wie kannst du das nur unterstützen? Ja, oder immer mehr fliegen. Wir sollten eher weniger fliegen, weniger Auto fahren und mehr mit dem Fahrrad fahren, um Öl zu sparen. Und du hast richtig gemerkt, das hat A, nichts mit mir zu tun. Die Leute wurden getriggert, weil es für sie ein Reizthema ist. Und B, und ich habe dir nicht geantwortet, aber ich habe nichts von all dem gesagt. Ich habe nicht gesagt, wir sollten mehr fliegen, wir sollten hemmungslosen Konsum machen, wir sollten immer mehr, mehr, mehr. Nichts von all dem. Und deswegen war das sehr interessant zu beobachten. Aha, das ist ein Reizthema.
Zu diesem Reizthema haben diese Menschen einen Wertekompass. Die haben ihren Wertekompass mir übergestülpt. Ich habe gegen ihren Wertekompass verstoßen, wobei das Interpretationssache ist. Ich habe nicht gesagt, wir sollten immer mehr fliegen, aber es ging so in die Richtung Klimawandel. Nur Monster fliegen jetzt noch. Du bist ein Unmensch, weil du das Fliegen empfiehlst oder weil du noch mit dem Flugzeug fliegst. So, ich bin quasi mit ihrem Wertekompass kollidiert. Dann haben sie mich als schlecht bewertet und als Unmensch verurteilt und abgestempelt. Und das war ein richtig schönes Beispiel in unsere eigene Psychologie, wie das funktioniert. Wir haben unseren Wertekompass. Wenn jemand unserem Wertekompass nicht entspricht, haben wir die Möglichkeit, dies zu bewerten. Und das Ziel im Buddhismus ist, auch wenn wir unseren eigenen Wertekompass haben, dass wir nicht bewerten, die Dinge so sehen und hinnehmen, wie sie sind. Wenn der Martin fliegen will, ist das seine Sache. Ich habe nicht über Fliegen gesprochen, aber gut. Wenn der Martin fliegen will, ist das seine Sache. Aber, und das ist dann der Punkt, wo Bewusstheit ins Spiel kommt. Es gibt Leute, die werden gereizt zu einem Thema, sind gleich auf 180, reagieren, verurteilen, stempeln ab. Wenn du bewusst bist, und das ist auch unser Ziel bei Schnell einfach gesund, eine gewisse Bewusstheit zu vermitteln, dann kannst du sehen, aha, da kollidiert jemand mit meinem Wertekompass, und dann kannst du bewusst entscheiden, bewerte ich das jetzt? Und bewerten heißt, du gibst etwas den Stempel gut oder schlecht. So, wenn ich jetzt sage, ich gehe am Sonntag Bäume pflanzen, um die Wälder wieder aufzuforsten, dann kannst du sagen, okay, Abgleich mit meinem Wertekompass. Martin geht am Sonntag an seiner Freizeit Bäume pflanzen. Das finde ich gut. Das bewerte ich als gut. Ne? Das Abgleich mit deinem Wertekompass. Gute Tat. Gut. Jetzt das Thema mit dem Fliegen. Reizthema. Fliegen, Klimawandel, Öl, Konsum. Okay. Abgleich mit meinem Wertekompass. Ah, ich bin der Meinung, oder das bin jetzt nicht ich, sondern, ne? Mensch, macht einen Abgleich mit seinem Wertekompass. Fliegen ist doof, Klimawandel ist doof, Konsum ist doof. Sprich, Martin doof. Martin bekommt den Stempel doof. Martin ist schlecht. Martin ist ein schlechter Mensch. Und mit schlechten Menschen möchte ich nichts mehr zu tun haben. So, das war jetzt die komplette Range quasi, ne? Ich lese etwas, gebe dem eine Interpretation. Abgleich mit meinem Wertekompass. Und wenn ich nicht bewusst bin, dann gehe ich in die schlechte Bewertung, dann gehe ich in die Verurteilung, dann gebe ich Martin den Stempel, du Monster, fliegst noch in den Urlaub. Schon geil manchmal. Und dann kommen auch solche Hass-E-Mails. Wichtig, Bewusstheit, weil wenn du durch die Welt rennst und dich bestimmte Themen einfach triggern und reizen, dann wirst du fremdbestimmt. Das ist mein Ziel. Aufklärung, Bewusstheit vermitteln, damit du selbstbestimmt reagieren kannst. Ich habe auch manchmal Themen, wo ich wirklich gereizt werde, aber mein Ziel ist es, mich immer bewusst zu entscheiden, rege ich mich jetzt auf oder nicht? Verurteile ich jetzt oder nicht? Und das Ziel ist, weniger zu werten, weniger zu verurteilen. Jeder Mensch hat ein eigenes Leben. Jeder Mensch hat eigene Erfahrungen, einen eigenen Alltag, einen eigenen Wertekompass. Und ich finde es einfach auch sehr, sehr anstrengend, den ganzen Tag rumzurennen und alles und jeden zu bewerten. Es ist anstrengend. Und es macht auf Dauer einfach unglücklich und depressiv, wenn man alles und jeden bewertet und dann auch so viel verurteilt. Deswegen, Bewusstheit hat zur Folge. Das ist auch ein Grund, warum ich so gerne über Dankbarkeit rede, warum ich gerne meditiere, warum ich gerne in die Natur gehe, damit es diese Bewusstheit zurückgibt, dass ich wirklich nicht so leicht getriggert werde, dass ich immer eigenbestimmt und nicht so fremdbestimmt bin. In dem Moment, wo jemand meine E-Mail liest über Amex und dass man das mit Flügen einlösen kann, in dem Moment, wo jemand das liest und dann gleich auf 180 ist und mir dann eine Hass-E-Mail schreibt, in dem Moment ist das fremdbestimmt und nicht mehr selbstbestimmt. Und wenn du fremdbestimmt lebst, bist du eine Marionette von anderen Menschen. Und mein Ziel ist, ein eigen selbstbestimmtes Leben zu vermitteln. Gesundheitlich,
seelisch, geistig, finanziell, wenn du ein eigenständiges Leben führst und vor allem nicht mehr zum Spielball von bestimmten Sachen wirst. Und das ist mir ganz wichtig und es war gestern einfach mal klar ersichtlich, dass das ein Reizthema ist und es gibt so ein paar Reizthemen, die Menschen schnell auf die Palme bringen. Und ich versuche eher bei Schnell einfach gesund oder in unseren Inhalten diese Reizthemen nicht so offensiv oder nicht so häufig anzusprechen. Und wenn, dann mache ich das ganz bewusst. Also diese E-Mail über den Finanzdienstleister Amex war ganz bewusst. Und ich habe gewusst, da kommt was. Ich hatte nur nicht gedacht, dass so ein Shitstorm kommt. Aber ich fand es interessant. Es kam natürlich auch viele Rückmeldungen so, ah, interessant, danke Martin, kannte ich noch nicht, aber auch viel so, du Monster, wie kannst du nur fliegen? Und was ich ganz interessant finde, die meisten Reizthemen, dass uns die so reizen, dass das mit unserem Wertekompass kollidiert, wenn andere Meinung sind wie wir. In den allermeisten Fällen wird uns da eine Meinung von außen aufgezwungen. Und jetzt sind wir beim Thema Gehirnwäsche. Es gibt so Reizthemen, wo gefühlt jeder, der andere Meinung ist, sofort als schlecht abgestempelt und verurteilt wird. Und es gibt diese Reizthemen. Ich habe nur das Gefühl, dass in den meisten Fällen diese Reizthemen, dass es gar nicht die eigene Meinung dieser Menschen ist, sondern dass es die Meinung von anderen Menschen auf uns projiziert wurde. In den meisten Fällen, das werden jetzt manche als Verschwörungstheorie abtun, unsere Meinung zu bestimmten Themen, zu bestimmten Zeitpunkten werden von der Politik und von den Medien vorgekaut. Beispiel 2020 Corona. Da musste man sich rechtfertigen, wenn man ohne Maske aus der Haustür gegangen ist. Abstand, Lockdown, Maske. Musste man sich dafür rechtfertigen, wenn man seine Kinder auf den Spielplatz gebracht hat zum Spielen. Auf dem Spielplatz kann man ja andere Menschen anstecken. Da wurde uns eine Meinung zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Zeitpunkt von Politik und Medien vorgegeben. 2021 war das Thema Impfung. Da musstest du dich dafür rechtfertigen, dass du dich impfen lässt oder dass du dich nicht impfen lässt. Da hat jeder eine ganz klare Meinung gehabt. Die Ungeimpften haben alle verurteilt, die sich impfen lassen. Und die Geimpften haben die verurteilt, die sich nicht impfen lassen. Und die meisten Menschen in Deutschland waren geimpft, 75%. Aber ich hatte das Gefühl, wie dann teilweise gegen die Ungeimpften gewettert wurde. Teilweise von Freunden, von Verwandten, die eigentlich ganz liebe Menschen sind, kam dann so eine Scheiße wie, die Ungeimpften sollten nicht mehr ins Krankenhaus dürfen. Die Ungeimpften sollte man wegsperren. Das war in dem Moment nicht mehr die eigene Meinung, weil die Menschen, das waren Freunde von mir, Verwandte, die sind nicht so. Ja. Das war die Meinung von Politik und Medien. Weil das war die Zeit, wo man erinnert sich, Gesundheitsminister gesagt haben, dass Ungeimpfte asozial sind. Asoziale Trittbrettfahrer und so. Das war eine Meinung, die von außen in uns reingetrichtert wurde. Wir haben quasi den Wertekompass von jemand anderem übernommen, Politik und Medien. War ein Reizthema. Und wenn jemand mit meinem Wertekompass kollidiert, beurteile ich den. Und ich bin ja eher so aus der Gesundheitsbubble, nenne ich jetzt mal. Die meisten in meiner Gesundheitsbubble, in meinem persönlichen Umfeld, waren ungeimpft. Bei denen musste ich mich dafür rechtfertigen, dass ich mich habe impfen lassen. Weil ich wollte frei und unabhängig um die Welt reisen. Ich war während Corona in allen möglichen Ländern und ohne Impfung hätte ich einfach gefühlt nichts machen dürfen. Und ich wollte meine persönliche Freiheit einfach so, ja, das war einfach Ende 21. Ich musste mich für viele Menschen dafür rechtfertigen, dass ich mich impfen lasse für meine persönliche Freiheit. Vom Lager der Geimpften musste ich mich dafür rechtfertigen, dass ich mich impfen lasse, aber nicht aus gesundheitlichen Gründen, so nach dem Motto, meine Mitmenschen sind mir scheißegal. Auch Blödsinn.
Also man musste sich dafür rechtfertigen, dass man sich impfen lässt oder nicht impfen lässt, je nachdem, mit wem man gerade zu tun hat. Aber der eigentliche Virus war die Spaltung unserer Gesellschaft und die Spaltung unserer Gesellschaft war politisch gewollt. Divide et impera, teile und herrsche, das ist ein uraltes Prinzip in der Politik. Seit Jahrtausenden funktioniert das. Und jetzt sind wir eigentlich wieder bei unserem eigentlichen Thema. Es gibt so Reizthemen, die von der Politik wie bewusst gestreut werden, um die Gesellschaft zu spalten oder vor allem auch, um den Wertekompass überzustülpen. Corona war ein Thema, Abstand, Impfung war ein Thema, der Ukraine-Konflikt ist so ein Thema, wo, spricht das Thema mal an, sofort gibt dir jeder ungefragt seine Meinung und seinen Wertekompass. Und wenn du nicht einer Meinung bist, wirst du hart verurteilt. Dann war das Thema mit dem Heizen, mit dem Strom, mit den Heizkosten. Und jetzt gerade sind wir wieder beim aktuellen Thema. Fliegen ist das neue Impfen. Jetzt muss man sich plötzlich dafür rechtfertigen, dass man mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegt oder eine Geschäftsreise mit dem Flugzeug macht. Fliegen ist das neue Impfen. Und in den nächsten 5 bis 10 Jahren, das mache ich jetzt einfach mal einen kleinen Ausblick, das wird von der Politik sehr, sehr stark forciert. In den nächsten 5 bis 10 Jahren wird so ein gewisser Klimamilitarismus in Deutschland geschehen. Und hey, ich will jetzt nicht sagen, dass es keinen Klimawandel gibt. Ich investiere in nachhaltige Energien. Ich finde es alles super. Aber die Art und Weise, wie die Debatten teilweise geführt werden, dass man vor 5 Jahren war das noch okay und jetzt muss man sich als Monster beschimpfen lassen, wenn man mal mit dem Flugzeug fliegt. Das meine ich mit Wertekompass und Reizthemen. 2018, 19 hat niemand komisch geguckt, wenn man mit Schnupfen auf die Arbeit gegangen ist. 2020 und 21 war man plötzlich ein Unmensch, wenn man mit Schnupfen auf die Arbeit gegangen ist. Was hat sich geändert in diesen ein, 2 Jahren? Der Wertekompass hat sich geändert, aber der Wertekompass wurde quasi drüber gestülpt von Politik und Medien. So. Und deswegen ist das jetzt auch so eskaliert, als ich über Amex gesprochen habe, über diesen Finanzdienstleister. Ich habe niemandem gesagt, flieg mehr, flieg weniger, hemmungslose Konsum. Das war alles die Interpretation von bestimmten Menschen, die dazu emotional aufgeladen wurden, die daraus ein Reizthema gemacht wurden. Und ich habe das Gefühl, diese Debatte wird schon bewusst angeheizt, um den Klimawandel oder die Klima Debatte anzuheizen, ja, um den, ne? Aber die Art und Weise, wie diese Debatten geführt werden, die Art und Weise, wie die Leute getriggert werden, finde ich halt schon heftig. Also was da teilweise für Kurznachrichten in den E-Mails kommen, muss ich sagen, Respekt. Aber das hat immer gezeigt, wie schaut es in der Person aus und dass es in dem Moment vielleicht gar nichts mit mir zu tun hat. Und dann habe ich mir gedacht, nimm das doch einfach mal als Aufhänger, sprich mal ein bisschen über den Wertekompass. Über Bewertung, Verurteilung, also bewerten. Ich gebe meinen eigenen Wertekompass auf die Waagschale und sage dann, ob das gut oder doof ist. Und verurteilen bedeutet dann, je nachdem, ob, wie ich es bewertet habe, was ist die Konsequenz? Jemand ist doof, urteile, sperrt ihn weg, lasst die Ungeimpften nicht mehr ins Krankenhaus. Ungeimpfte sind asoziale Trittbrettfahrer. Ungeimpften sind ihre Mitmenschen egal. Das sind Urteile, ausgehend von der Bewertung. Oder Martin hat irgendwas von Fliegen gesagt. Du Monster, fliegst. Wie kannst du jetzt fliegen? Martin ist ein Monster. Ich möchte mit Martin nichts mehr zu tun haben. Das ist eine Verurteilung. Er ist ein schlecht. Er ist doof. Er hat was gesagt, was doof ist. Er hat was gemacht, was doof ist. Konsequenz, Urteil, ist ein schlechter Mensch. Und wie können wir aus dieser ganzen Spirale raus? Indem wir erstmal bewusst werden, was da passiert und vor allem uns mal selber beobachten. Ich habe auch meine Trigger-Themen. Es soll jetzt nicht so heißen, als wäre ich ein buddhistischer Mönch, der durch nichts aus der Ruhe gebracht werden kann. Natürlich habe ich das, aber ich beobachte denn ganz bewusst, wenn mich ein Thema reizt, warum reizt mich das jetzt so? Warum bin ich sofort auf 180? Ist das mein Wertekompass, der hier im Konflikt ist? Oder ist es vielleicht der Wertekompass von jemand anderem? Und das finde ich ganz wichtig, da heute einfach mal drüber zu reden, damit du
mehr Bewusstheit und Bewusstsein in diesem Fall erfährst. Noch ein paar andere so Reizthemen, wo ich das Gefühl habe, oh, 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 da kollidiere ich ganz schnell mit jemandes Wertekompass. Nahrungsergänzungsmittel. Deswegen war es mir wichtig, das Thema in einem Buch ja mal anzuschreiben. Faktencheck Nahrungsergänzungsmittel. Für ganz viele ist das ein Reizthema. Homöopathie. Ob man jetzt dafür oder dagegen ist, Homöopathie ist für ganz viele ein Reizthema, emotional aufgeladen, wo man sofort auf 180 ist. Corona-Impfung sowieso. Die Klimadebatte. Wer sich jetzt noch ein SUV kauft, wer sich jetzt ein großes Auto kauft, wer sich jetzt einen Benziner kauft, wer jetzt noch irgendwie hinfliegt oder wer sagt, ah, ich fliege jetzt in den Urlaub oder ich mache einen Langstreckenflug. Das Thema Heizen und Heiz- und Stromkosten war ein extremes Thema. Das ganze Thema Ukraine und Russland, ob man jetzt dafür oder dagegen, auf welcher, egal, ist ein Reizthema. Veganismus und Fleischkonsum. Bei jedem Rezept, das wir bei schnell einfach gesund veröffentlichen, das nicht vegan ist, bekomme ich irgendwelche Kommentare, wie könnt ihr jetzt noch Fleisch essen, ihr Monster? Okay, also ein Mensch ist nicht automatisch ein schlechter Mensch, nur weil er oder sie Fleisch isst. Das macht niemanden zu einem schlechten Mensch. Genauso wenig macht es jemanden zu einem schlechten Menschen, wenn er oder sie sich vegan ernährt. Wenn jemand Sport treibt oder nicht, wenn jemand Computerspiele spielt, Pornos guckt oder nicht. Wenn jemand in den Puff geht oder nicht, das ist erstmal, das ist seine Sache. Und das ist alles erstmal neutral und wir bewerten das dann und wir urteilen dann darüber. Und dann gibt es Sachen, die mit unserem eigenen Wertekompass kollidieren. Dann gibt es Sachen, die mit dem Wertekompass von uns als Menschen kollidieren. Von uns, also gesunder Menschenverstand. Wenn sich jemand an einem Kind vergreift, ja, dann muss man als gesunder Mensch sagen, das kollidiert jetzt mit meinem Wertesystem. Aber wenn jemand in den Urlaub fliegt mit dem Flugzeug oder Fleisch isst, das macht niemanden zu einem guten oder schlechten Menschen. Das ist einfach eine neutrale Tatsache und die eigene Wertung und Verurteilung wird dann drüber gestülpt. Also das Thema Fleisch ist für viele immer noch so, ihr Mörder, ihr tötet Tiere. Fleischkonsum macht niemanden zu einem schlechten Menschen. Aber es ist dann vielleicht der Wertekompass von Veganern, der da irgendwo angegriffen wird und wo dann bewertet und verurteilt wird. Aber eben unbewusst. Ich kenne viele Veganer oder vegan lebende Menschen, die sehr bewusst sind, die wissen, dass ich Fleisch esse, die wissen, dass ich Wert auf Qualität lege. Massentierhaltung finde ich uncool, Weidehaltung finde ich cool. Und die wissen das und die bewerten und verurteilen das nicht. Und dann gibt es die unbewussten Veganer, die gefühlt jeden, der mal ein Ei oder Fleisch isst, am liebsten steinigen würden. Das sind die militanten Veganer. Die sind unbewusst. Und immer wenn irgendwas militant wird, ist es unbewusst. Und das sollte nicht sein. Militanter Klima, also dieser Klimamilitarismus, militanter Veganismus, militantes, auch die teilweise wirklich krassen Verschwörungstheorien während Corona, wo ich sagen muss, also das war auch militant, oder die militanten Impfbefürworter, die sagen, jeder, der sich nicht impfen lässt, ist ein asozialer Trittbrettfahrer und ein ist kein Mensch mehr. So. Das ist unbewusst. Und ich wünsche mir einfach als Gesellschaft und vor allem auch für die schnell einfach gesund Community und für die Menschen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, dass sie eine gewisse Bewusstheit haben, dass sie genau auch wissen, aha, da ist jetzt ein Trigger-Thema, das reizt mich. Ist das jetzt mein Wertekompass, der ein Konflikt ist? Oder wird mir da vielleicht ein Wertekompass von außen drüber gestülpt? Ist das vielleicht eine automatische Reaktion, die ich gar nicht haben muss? Ich habe vegan lebende Freunde und wenn die sehen, dass ich Fleisch esse, die bewerten und verurteilen das nicht. Die sehen mich immer noch als Menschen. Sie sagen halt, ich lebe vegan, ich verurteile es aber nicht. Das Verurteilen, dieses automatische Verurteilen, wenn jemand mit dem eigenen Wertekompass kollidiert, das ist das Problem.
Der eigentliche Virus während Corona war nicht SARS-CoV-2, der eigentliche Virus war das Verurteilen. Dass wir gefühlt eine Meinung zu bestimmten Themen hatten und jeder, der nicht mit mir einer Meinung ist, wird automatisch verurteilt. Ja. Deswegen ist es dann auch teilweise so hässlich geworden während Covid. Oder als der Ukraine-Konflikt noch ganz frisch war, so gefühlt mussten sich alle in Deutschland lebenden Russen gefühlt verstecken. Hat nichts mit denen zu tun. Überhaupt nicht. Von einem Monat auf den anderen sind es plötzlich Unmenschen und Monster. Was soll das? Also diese Verurteilung und ganz oft auch, wo ich merke, okay, das kommt jetzt nicht von uns, das wird von oben drauf gestülpt. Das sagt jemand ganz oben, so müsst ihr jetzt denken und handeln. Das ist jetzt gut oder schlecht. Von einem Moment auf den anderen ist das jetzt gut oder schlecht. Nein, wir sind eine frei lebende Gesellschaft. Wir sind frei lebende Erwachsene und frei denkende Menschen. Und das war jetzt heute mal aus dem Bauch raus und von Herzen, aus aktuellem Anlass. Ja, mein Ziel, mehr Bewusstheit, weniger bewerten, weniger verurteilen. Und dadurch auch selbstbestimmter und glücklicher leben. Du merkst dann auch, wenn du weniger bewertest, weniger verurteilst, dass du entspannter bist. Wenn du den ganzen Tag durch die Welt rennst und alles und jeden bewertest und dann verurteilst, A, wirst du nicht mehr fertig, B, macht es wirklich hart unglücklich und depressiv und C, ist es so eine Negativspirale, in die du immer mehr reinkommst, immer unbewusster wirst. Und mein Ziel ist, eine gesunde und glückliche Gesellschaft, eine bewusste Gesellschaft, die selbst denken und selbst auch werten kann und darüber frei entscheiden kann. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du mir zugehört und mich oder zugesehen hast. Das war jetzt wirklich mal ein wichtiges Thema und es war einfach mal frei von der Leber. Ja, Küsschen an alle, habe euch lieb. Schreibt gerne mal in die YouTube-Kommentare eure Meinung dazu. War mir wirklich wichtig. Und wenn ihr Lust habt, dass wir noch öfters über solche Themen reden, hat für mich auch mit Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch einfach zu Lebensglück, hat es für mich damit zu tun. Lasst uns gerne darüber mehr reden. Ich rede auf jeden Fall gerne drüber, auch wenn ich weiß, dass ich hier und da mal anecke. Aber ich denke, dass wir alle eine gesündere und glücklichere Gesellschaft werden können, wenn wir einfach mehr Bewusstheit entwickeln, auch über bestimmte Reizthemen, weniger werten und weniger verurteilen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.